Die Tizi Schubert Jungs haben eine Ansage gemacht. Da wollte ich mir, also wie gesagt, ich habe nur einmal ganz kurz geguckt, bin ich gemeint? Ja, bin ich gemeint. Ich habe die Videos nicht gesehen. Hier. Nur einmal durchgesappt. Okay. Also, ich starre mal rein. Warum hat das Video 600 Dislikes? Oder ist es noch vom Prank? Ist der immer noch in aller Munde? Naja, ist auch scheißegal. Ich fühle mich so erschrocken. Laut, leise, leiser, lauter, lauter, leiser. Tizzy, Tizzy, Tizzy. Leiser. Digga, wir sind Tizzy. Hi, herzlich willkommen bei Tizzy. Schubert. Ja, Freunde, wir kommen heute zu einem etwas anderen Video. Voll cringe, zu einem anderen Video. Richtig cringe. Und zwar. Ach so, ernst wieder, ne? Ja, es ist ein ernstes Video, Freunde. Und zwar, ihr habt es im Titel schon gelesen, Ansage, je nachdem, wie es heißt. Ja, und zwar haben wir uns gedacht, es ist wieder Zeit. FIFA 21 steht vor der Tür. Wir haben alle Bock. Die Crew hat Bock, ne? Ganz, ganz wichtig. Und wir dachten uns so, letztes Jahr hatten es ja Proski herausgefordert. Und generell... Ich hab euch gekickt, Mann. Das war schon nice, letztes Jahr, die Icon-Wette. Die habe ich schon gefühlt. Gibt es ja schon diese Herausforderungen schon etwas länger. Ich glaube, wundert mich eigentlich, dass er uns dann rausgefordert hat. Ja. Bringst du auf den Punkt. Ja. Deswegen machen wir es, Jungs. Genau, weil er traut sich halt aktuell nicht. Mitgefiebert. Es geht nämlich um die Icon-Wette. Und wir stellen diese Icon-Wette auch wieder an die komplette Crew. Wie das letztes Jahr eskaliert ist, es war für mich mein emotionalster FIFA-Moment ever in der Meiner auch. Ballack war auch mein emotionalster, einer meiner emotionalsten Momente. Das war schön. Es war schön, endlich mal diese scheiß Icon-Wette gewonnen zu haben. Ich hab die nämlich sonst immer verloren. Geschichte in der Karriere von Tizzy Schubech. Wir können euch... Den Moment will ich auch wirklich nie vergessen. Du hörst nur, du liest im Chat Broski-Icon, Broski-Icon, Broski-Icon. Ne? Es war ja... Wen hat er da nochmal gezogen? Er hatte, Ballack. Genau, Ballack. Und du hockst da, bist unter Druck, Adrenalin, ne? Denkst du so, fuck, fuck, wirst schon so gedemütigt. Ja. Hast die Icon-Wette verloren, wusstest, wir mussten unseren Kräuftes-Karten, den wir damals gezogen haben. Und dann kommt einfach... Laber nicht dann, so viel. Komm, wir gucken uns nochmal gemeinsam das an. Ja, da habe ich reingeschissen. Fuck. Da muss ich auch ganz kurz nochmal was dazu sagen. Ey, das war so unfassbar taktisch unklug von mir. Auch nie wieder werde ich das tun. FIFA kam raus und ich war einfach erstmal eine Woche im Urlaub. Einfach richtig guten Urlaub auf Ende September gelegt. Ah, da war Mallorca mit den... Da war Mallorca mit den Jungs in dem Moment einfach wichtiger als ein FIFA-Release. Und, ja, dann habe ich eine Woche lang, da habe ich eine Woche lang richtig gezittert auf Malle. Hab wirklich richtig gezittert. Ich so, fuck, Digga, ich bin nicht da. Die Teasys können Packs ziehen wie behindert. Wenn die jetzt eine Icon ziehen, dann bin ich ja direkt am Arsch, ne? Und dann bin ich durch die Woche durchgekommen. Die Teasys haben keine Icon gezogen. Ich dachte mir so, ja, Mann, nice. Und gefühlt war ich 10 Minuten zu Hause und dann haben die ihre 90 plus Icon gezogen und ich war am Arsch. Das war's komplett. Das war echt dumm. 2018, darf ich auch verloren. Heute zu einem ernsteren Thema. Heute geht's darum. Ah, da war Makelelelele. Stimmt. Da habe ich mit Würde verloren. Wer auch in FIFA 19 der wahre Packler King ist. Wenn wir die 90 plus Icon als erstes ziehen, dann haut ihr alle drei eure erste Icon weg. Ikone! Krass, dass das 2 Jahre her ist. Ne, wild, Alter. Kommt nicht wie 2 Jahre vor. Da sieht man mit den kurzen Haaren. Und ich weiß auch, was jetzt kommt. Ist es das Ende? Ist es das Ende? Das hat mich so verfolgt, diese Szene. Ich habe 3 Wochen nicht gut geschlafen, dann kam Makelelele. Das Ende! Ruhig! Boah, ich weiß noch. Da habe ich, glaube ich, nicht gestreamt, als das passiert ist, aber da ist mein Handy explodiert und mir haben alle Leute, mit denen ich was zu tun habe, geschrieben. Und ich wusste so, fuck my life. Ich habe schon wieder reingeschissen. Ich rechne mir wirklich sehr gute Chancen aus, dieses Jahr die Icon-Discard-Wette zu gewinnen. Ja! Die hat auf Ansage! Die hat the Prime! Und wie viel war der Wert der Käuf? 1,5 Millionen oder so? Uff. Uff.
Am gleichen Abend, stimmt. Und dann kam 2,5 war der Wert. Vor allem am Anfang von FIFA tut echt weh. Nein, doch, es ist eine! Warte. Wie er da mit dem Döner in der Hand sitzt. Wie geil ist das? Gleich 94er Sedan ziehen. Gar kein Bock. Mit dem Döner in der Hand, beste Ding. Und schnell den Döner weglegen. Fuck, es war aber ein heftiger Pull. War G-Fucking-G, Alter. FIFA war ein heftiger Pull. Ja, Freunde, ihr habt's gesehen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, was war sie dann zu dem Zeitpunkt wert? Übel viel, oder? 4 Millionen? Es war schon einer, also war, glaube ich, deren heftigster Pull in diesem Jahr, ne? Da kriege ich echt nochmal Gänsehaut. Es war so ein Finale wie bei der Tour de France. Du bist nach gefühlt 700 Kilometer vor der Ziellinie. Ja, nur bei euch waren es halt nicht 700 Kilometer, sondern 700.000 FIFA Points. Offroad. Ich meine, bei mir auch, sowas will ich sagen, ne? Ich bin jetzt nicht besser unterwegs. Schwächelt und stürzt und einer überrundet. Und das hat tief gesessen. Und deswegen, Jungs, gehen wir dieses Jahr wieder rein mit der Icon Discard-Wette. Und die kann richtig, richtig wehtun. Weil für alle, die jetzt neu auf dem Kanal vielleicht sind und das alles nicht mitbekommen haben, Simon kann euch mal kurz eine Zusammenfassung geben. Ja, Freunde, also ich glaube, ganz am Anfang, ich glaube, FIFA 17 oder 18 war das noch, haben wir Broski herausgefordert. Da hatte er damals die Icon-Wette verloren und musste in Maradona discarden. Ich glaube, 18 war das. Ne? Ich glaube, 18 war es, musste er Maradona discarden. Nee, da muss man ganz kurz die wahre Geschichte zu erzählen. Und da war ich echt tilted. Da war ich wirklich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich tilted as fuck. Ich war tilted as fuck. Also stellt euch vor, ihr seid tilted und dann as fuck. Ne? Pass auf. Es war nämlich so, die Teasys und ich, wir haben aufgenommen, FIFA 18, ein Squad Builder Battle. Auf der Xbox. Ne? Auf der Xbox. Haben wir vorproduziert, weil ich war ja eine Woche im Urlaub. So. Und ich habe in dem SBB richtig aufs Maul gekriegt. Das war so gefühlt meine erste FIFA-Partie in FIFA 18. Und die haben mich komplett gefickt. Das war damals dieses, da gab es EA Access nur auf Xbox und dort konnte man halt 10 Stunden eher spielen. Da hatten alle YouTuber immer am Anfang so die ersten 2 Wochen Xbox-Account und sind dann hinterher rüber auf PlayStation. Ne, FIFA 18. So. Und die haben mich irgendwie 5-6-0 in einem SBB auseinandergeschraubt. Und ich bin dann auch in dem Spiel irgendwie geragequittet, weil ich richtig salty war. Weil die haben das gefeiert wie eine Weltmeisterschaft. Die haben das gefeiert wie eine Weltmeisterschaft. Ich habe die anderthalb Jahre in jedem fucking Game, was wir gespielt haben, auseinandergenommen. Ich habe teilweise SBBs Battleships zweistellig gewonnen und die gewinnen einmal gegen mich. Und die haben das gefeiert wie eine Weltmeisterschaft. Da war ich richtig salty. Da weiß ich damals noch, bin ich aus dem Discord-Call rausgegangen und ich hatte so einen Hals. Weil die sich da gefeiert haben. Im Nachhinein muss man sagen, zu Recht so, weil die haben mich echt gebumst. Und das Video hatten wir dann vorproduziert. Und das kam dann online genau in der Woche, wo ich im Urlaub war. Genau in der Woche. Und die haben sich ja sowieso schon, als sie das live gegen mich gespielt haben, sich gefeiert wie die letzten Morons. Aber die haben das dann auch noch wirklich geschnitten wie die letzten Morons. Die haben dann halt so eine Ansage wieder an mich gemacht. Irgendwie das Ende von Lappenbrother. Das Ende von Lappenbrother oder so. Keine Ahnung. Oder Lappenbrother, wir haben dich gefickt. Keine Ahnung. So, ne? Und ich muss sagen, ich war echt salty. Ich saß da in meinem Urlaub. Ich saß da in meinem Urlaub, war irgendwie hackevoll, so mittags. Und hätte mir so, Digga, wollen die mich verarschen? Wollen die mich gerade verarschen? Ich habe die in jedem Turnier, okay, nee, stimmt gar nicht, ich habe die gar nicht in jedem Turnier besiegt. Die haben mich einmal in Fatal gefickt. Naja, ist auch scheißegal. Ich war auf jeden Fall hammer salty und habe dann aus dem Affekt heraus diese Icon-Ansage aus dem Urlaub aufgenommen. So richtig schlecht, auf Malle, mit einem Kater des Zorns. Und ich habe das Video hochgeladen. Und hab mir dann so die Kommentare angeguckt und erst eine Stunde später ist mir aufgefallen. Oh. Ich mach gerade eine Ansage aus dem Urlaub heraus, wer die erste Icon zieht. Und ich kann hier gar kein. Ich kann hier gar kein FIFA zocken, ich bin im Urlaub. Und die streamen jeden Tag und verballern 12 Millionen FIFA-Points. Wie dämlich waren das? Da die 4 Tage im Urlaub, die noch übrig waren, Eierflattern des Zorns. Ich dachte mir so, oh fuck, wenn die jetzt eine Icon ziehen. Oh mein Gott, wenn die jetzt eine Icon ziehen. Oh mein Gott, wenn die jetzt eine Icon ziehen. Kam nach Hause, mach den ersten Stream, wo ich wieder nach Hause bin,
ziehe Roberto Carlos als Icon, aber mit 89 oder so, der war leider nicht 90 plus. Denk mir, oha krass, das ist mein FIFA, ja, ich bin da. Und so einen halben Tag später hat Tizi ein 90 plus Icon gezogen und es war alles vorbei. Und mein Maradona ist rutschen gegangen. Oh nö, oh nö. Das war so dumm einfach. Hilfe, es war einfach dumm. Einfach dumm. Wirklich auch völlig zu Recht diese Icon-Wette damals verloren. Es hat richtig, richtig weh. Deswegen wollen wir dieses Jahr. Wir brauchen diesen Nervenkitzel, Freunde. Die Icon-Wette wird so ablaufen. Also erstmal Broski, Steini, Benji. Ja, Broski hat, denke ich, die Eier. Steini, Benji. Digga. Meine Eier sind dick. Warm. Und willig. Ich brech's an, ist halt Pussis. Ja, guck mal bei euch, ob ihr vielleicht auch. Die Wette war doch eigentlich die komplette Elf zu Discard. Nee, das war tatsächlich damals so. Das muss man sich mal vorstellen, wie. Was für ein Vollidiot ich damals war, ne? Digga, ich sitze da in Urlaub, in Malle, kann keine Packs ziehen und mach erstmal eine Wette. Yo, ey, wer die erste 90-plus-Icon zieht, der darf dem anderen alle seine Icons aus dem Verein abstoßen. Sagte Simon Gamer Bruder mit. Einfach. Ja. Während er im Urlaub saß, habe ich mal Maradona und Matthäus geholt. Und dann war das aber so, dass die Teasys halt von sich aus gesagt haben, okay, du musst nur einen abstoßen, wir machen dann Zufallsprinzip, weil das wäre schon ein bisschen zu hart. Das war damals ehrenhaft von denen. So, aber ja gut, so viel dazu. 2018, lange her. Eier, Steini, Benji, guck mal bei euch. Ich spreche an, ist halt Pussis. Ja, guck ist mal bei euch, ohne, ob ihr vielleicht auch was dort hängen habt. Ne? Ob der so ein Schlepphof. Warum aber, also Steini und Benji, dass die nie mitmachen bei sowas. Frech. Wobei, Benji war da nicht letztes Jahr dabei? Ich weiß gar nicht. Gedöns, wobei heute ganz schlimm, aber so ein Schlepphoten-Gedöns hängt wie bei Simau. Ganz, ganz wichtig. Und ich will auch euch da draußen, Junge. Egal ob YouTube, ob Twitter. Digga, der Typ hier, der ist sowieso komplett lost. Du kommst bei denen ins Teasy-Studio rein und er sagt, yo, hey, guck mal, was ich kann. Dann bückt er sich vor dich und zeigt dir, wie der seine scheiß Eier in seine Guck mal meine Schlepphoden. Ja, danke dir, Simon. Danke. Ob Insta, ob Twitch, ich will, dass ihr den Hashtag überall verbreitet mit Hashtag traut euch. Und zwar ist mit so. Ist er bei mir eigentlich zugespammt? Jetzt gucke ich bei mir bei Instagram. Wurde ich zugespammt auf Instagram unter meinem letzten Bild? Ah, nee, ja. Mein letztes Bild auf Instagram war das, wo wir den Crew-Prank aufgelöst haben. Da steht, glaube ich, nichts von traut euch. Da steht nur sowas wie, ich deabonniert dich. Scheiße gelaufen. Weiter geht's. Freunde, ne? Derjenige, der in 21 Jahren Points er ausgegeben hat, egal, die erste Icon 90 plus gezogen hat, hat gewonnen. Die anderen oder die, wo halt dabei sind, ne, aus der Crew, müssen ihre Icon, die sie gezogen haben, bis dato discarden. Haben sie noch keine Icon gezogen? Was okay, bei also alles so wie immer, ne? Keine neuen Regeln, alles so wie immer. Habe ich das richtig verstanden? Im einen oder anderen Kanal ab und an mal vorkommen soll, Grüße gehen raus an Benji, ne? Dann müssen sie die Icon, die sie als erstes ziehen, direkt discarden. Ich würde sagen, wir bringen es auf ein neues Level. Ich würde sagen, wir machen es nicht mit der ersten Icon, sondern wir bringen da ein bisschen Schwung in die Kiste, sondern wir machen es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt die teuerste Icon, die sie gezogen haben. Ja, wenn sie eine. Sondern wir bringen da ein bisschen Schwung in die Kiste. Sondern wir machen es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt die teuerste Icon, die sie gezogen haben. Ja, wenn sie eine haben. Ja. Wenn sie eine haben, zum Beispiel, er zieht jetzt ein Deko. Ja. Und zieht aber auch einen 89er Greuf als zweites, dann muss der Greuf gehen und nicht der Deko. Genau, ja, dann muss, also wenn er schon eine hat, muss er ein besseres Karten, wenn er hat er noch keiner, muss er die Icon des Karten, die dann halt als erstes kommt. Ne? Genau. So wird die Ansage oder so wird die Wette ablaufen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid alle am Start, Freunde. Ihr könnt auch gerne mal daheim reinschreiben. Ich finde, diese Wetten, ne, die bringen halt auf jeden Fall Spannung rein in das Ganze. Ne? Ich will von euch wissen, was war euer emotionalster FIFA-Moment mit uns in FIFA 20? Schreibt es gerne in die Kommentare. Als ich euch mit einem Scheiß-Pick den Pelé discardet habe. Das war ein geiler Moment. Das hat Spaß gemacht. Oder als ihr mich im Stream angerufen habt, weil ich die Icon-Wette gewonnen habe. Das war auch nice. Oder als wir zusammen abends ein Barbecue veranstaltet haben, während uns das ganze Internet
Sohn beleidigt hat. Das war auch ein nicer Moment, war auch sehr emotional. Leitet den Hashtag, traut euch. Benji muss mitmachen, Steini muss mitmachen. Bringt sie alle dazu, Freunde. Und wenn sie sagen so, na, dann stichelt sie. Ja. Es müssen alle dabei sein, Jungs. Weil, man kann auch sagen, ne, zu FIFA 21, ja, wird die Crew wieder enger zusammenrücken, Freunde. Ne, es wird weiß ich nichts geile von. Sachen geben, es wird Streams Nein. geben. Ne? Nein. Es wird richtige Eskalation geben. Ja? Nein. Wir haben Bock auf FIFA 21. Nur wenn sie sich trauen. Nur wenn sie sich trauen, ja. Kein Bock auf Crew-Stuff, Alter. Weißt du, letzte Woche, du machst einen Crew-Streams, guck dir die Scheiße doch mal an hier. Was für mehr Crew-Sachen. Ich zeig euch jetzt mal, was passiert, wenn man Sachen mit der Crew macht. Hier. 22.000 Dislikes. Bin ich raus. Kein Bock, gehatet zu werden. Scheiß auf diese Crew, ich zieh mein Ding alleine durch. Wäre das ein Crew-Stream und da passiert's, Freunde. Also, wenn ihr Bock habt, ne, dann lasst hier ein Däumchen nach oben da. Wie gesagt, penetriert die anderen. Wir wollen das Ding dieses Jahr holen. Das ist unser Ansporn, Digga. Wir müssen dieses Ding dieses Jahr holen. Ne? Pusht euch. Danke fürs Zuschauen. Schreibt euren emotionalsten Moment unten rein. Und genießt jetzt das Wochenende. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Traut euch. Digga, dieses Intro, Bruder! Geil, Alter, dieses Intro ist so geil, ne? Ohne Witz. Bestes Intro, ja, Mann. Hundertprozentig. Hör auf da! Hör auf da! Oh, was passiert? Oh, fuck. Ich weiß, auf welchen Joke du hinaus möchtest, aber Steini, mein Junge, du bist ein Familienvater, als ob du mit Balea Handcreme am Wichsen bist. Come on! Hast du so alte Rentnerhände? Also meine Hände sind weich. Wenn ich meine Hände ganz normal mit Seife wasche und mir danach am... Brauche ich keine Handcreme, das flutscht. Aber ich habe nicht verschüttet, wollte ich sagen. Ich habe den Joke gerochen. Ich habe den Joke gerochen und ich habe nichts verschüttet. Das ist ein Irrtum. Hier wurde nichts verschüttet. Also Akira. Bro. Mal ganz im Ernst. Also wenn ich eine Frau wäre, Single und verzweifelt, ich glaube, die letzten Menschen, auf die ich mir entkeulen würde, wäre Tizi Schubert. Da wäre ich raus. Andererseits auf den Schwenneck von Benji? Ey! Da war als nächstes Video, war mein Video. Ich hoffe, er hat es noch angeklickt. Ja, und zwar haben wir uns gedacht, es ist wieder Zeit, FIFA 21 steht vor der Tür, wir haben alle Bock, die Crew hat Bock, ne? Ganz, ganz wichtig. Und wir dachten uns so, letztes Jahr hat uns ja Proski herausgefordert und generell gibt es ja schon diese Herausforderungen schon etwas länger. Es geht nämlich um die Icon-Wette und wir stellen diese Icon-Wette auch wieder an die komplette Crew. Die Icon-Wette wird so ablaufen, also erstmal Proski, Steini, Benji, ja. Proski. Geiler Beat. Hat, denke ich, die Eier. Steini, Benji, guck ist mal halt, bei euch. Ich spreche es an, ist halt Pussis. Ja, guck ist mal bei halt euch, ohne, ob ihr vielleicht auch was dort hängen habt. Steini, Benji, guck ist mal halt, bei euch. Digga, ich glaube, es ist noch nie passiert, dass in so einer Crew-Konstellation zu mir gesagt worden ist, ich habe die dicksten Klöten von allen. Das ist, glaube ich, echt eine Weltpremiere. Können wir bitte einmal ganz kurz das mit 10 Sekunden Stille einfach appreciaten, dass das passiert ist? Normalerweise immer so Arschbolzen, Broski die Pussy, der da muss, Broski die Pussy so. Und ich fühle mich gerade schon ein bisschen krass so, also, Maschallah.
Ich brech's an, ist halt Pussis. Ja, guckt mal bei euch unten, ob ihr vielleicht auch was dort hängen habt. Ist halt Pussis, 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 ist halt Pussis. Bruder! Oh mein Gott, Digga! Und was hast du denn gemacht? Bro! Was war das denn? Oh mein Gott! Ich muss leiser machen. Ganz wilde Editing-Künste, ganz, ganz wild. Hashtag, wenn der Cutter im Urlaub ist. Digga, was ist denn mit dir? Ich hab Kopfhörer auf! Digga, what the fuck? Ich wollte mir ein FIFA-Video reinziehen und nicht in Horrorfilm gehen. Bro! Was ist mit dir? Es geht um Icons ziehen in FIFA! Was machst du da? Also ich bin dafür, dass das Video ein FSK 16 bekommt. Ey, ohne Witz, ich kann das nicht gucken. Ich kann das nicht gucken, Ey, ich hab das so laut gestellt, weil der Rest vom Video so leise ist, ich krieg einen Gehörsturz, ohne Witz. Mir macht es keine Angst, scheiß da drauf, aber mein Gehör fliegt weg, ohne Witz. Digga, what the fuck? Ich muss es auf minus Dezibel stellen. Was ist denn los, Alter? Was ist denn? Was ist denn passiert? Und ich wollte mir einfach nur ein Video angucken, ob der Typ jetzt bei der Icon-Wette dabei ist. Leiser, 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 leiser. Oh, ich liebe den Typen einfach. Ich liebe den Typen einfach, ohne Witz. Ich liebe ihn einfach. Besser, Mann. Und ich werde euch holen. Oh, es könnte noch mal laut werden. Es könnte noch mal laut werden. Es wird gerade an seine Fresse gezoomt. Ja, ja, ja. Aus welchem Film ist das nochmal? Wo die Gesichter dann immer so verschwommen sind, wo die Gesichter verschwinden. Ah, aus welchem Film ist das nochmal? Schreibt's nicht in den Chat, ich weiß es. Hier mit dem, der kommt so unten raus. Nee, ich meine was anderes. Sinister auch, aber da gibt's doch so eine Frau, die aus dem See kommt oder so. The Ring! The Ring! The Ring! The Ring! Das habe ich gemeint! The Ring habe ich gemeint! Okay, holy shit, Alter. Wir fassen zusammen. Stein ist dabei. Ich, Simon Gamer Bruder. 19:51 Uhr. 6. September 2020. Wir müssen es offiziell machen. Wie damals bei Ki Sung Yueng.
Mein Name ist Simon Gamer, Bruder! Ich habe einen ziemlich ekligen, völlig ekelhaften Mückenstich hier. Ich dachte heute Morgen ein Pickel, hab versucht den auszudrücken, ist ein Mückenstich. Hat nicht funktioniert. Ist ganz ekelhaft. Also wirklich nicht zu empfehlen. Aber ich bin bei der Eichenwette dabei. Und ich ziehe euch die Lederhosen aus. Wie der FC Schalke 04 dem FC Bayern am ersten Spieltag. Ich mach euch kaputt. Dieses Jahr wird mein Jahr. FIFA 21. Ich werde rasieren. Und ich werde an dieser Stelle ankündigen, dass ich tatsächlich kein Scheiß nächstes Jahr, und deshalb werde ich die Wette leider nicht annehmen können, ich werde keine Paxi nächstes Jahr. Ich werde Road to Glory reingehen. Deshalb, sorry, muss ich leider sagen, ich bin raus. Ich werde nächstes Jahr keinen einzigen Cent in dieses Spiel investieren. Hier.